Heute zeige ich euch, wie ihr das mysteriöse Pokémon Arceus in Pokémon Legend Arceus fangen könnt. Es wird ja nicht umsonst als Gott der Pokémon-Welt bezeichnet und hat das Leben der Pokémon-Welt erschaffen. Und ist auch der Grund, warum wir in dieser altertümlichen Hisui-Region gelandet sind, in der wir nicht die ganze Zeit zocken können. What? Es hat dabei die höchsten Stats in allen Pokémon-Spielen und hat außerdem eine Signature-Attacke, Urteilskraft. Gibt man nämlich das Arceus, die Legendentafel, so trifft diese Attacke immer sehr effektiv. Gar keine OP-Attacke oder so. Kommen wir erstmal zu den Voraussetzungen, dass ihr überhaupt die Chance habt, so ein Arceus zu fangen. Also einmal, ihr müsst die Hauptstory abgeschlossen haben. Sowie müsst ihr jedes Pokémon im Pokédex fangen. Für Tipps, um euren Pokédex zu vervollständigen, habe ich vor kurzem ein Video gemacht. Guckt da gerne vorbei. Wenn ihr nun jetzt alle Pokémon gefangen habt, könnt ihr zum Sinnoh-Tempel gehen. Müsst dabei auf der Azurflöte spielen, die ihr halt eben auch in diesem Sinnoh-Tempel findet. So kriegt ihr dann Zugang zur Halle des Beginns. Dann beginnt ein unglaublich epischer und unglaublich harter Kampf gegen Arceus. Dieser ist aber ähnlich wie der Kampf gegen die Königs-Pokémon. Wenn ihr es dann schließlich besiegt habt, gibt es dann einen Teil von sich ab. Und so habt ihr euer Arceus.